Die Europäische Kommission ist keine europäische Regierung. Tut manchmal so, als ob sie erst wäre, ist sie aber nicht. Muddling through bedeutet auch, dass man nicht alle Regierungsabkommen einhält und bedeutet auch, dass man international ratifizierte Verträge verletzt. Das ist zwangsläufig. Es gibt dafür Beispiele innerhalb Deutschlands. In einer großen Krise guckt man nicht auf die Verfassung. Keine Revolution richtet sich nach der Verfassung. Wir sind im Vorabend der Möglichkeit einer Revolution in Europa. Und man hat doch den Eindruck, dass die Politik enorm dieser Finanzmacht hinterherläuft und dass das manchmal richtig deprimierend ist. Deprimiert Sie das manchmal, diese Macht, die dann wieder in anderer Hand liegt und nicht in der demokratisch gewählten Macht? Ja. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Mhm. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Mhm. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.